Ja, ich weiß übrigens gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist, Nee, vielleicht haben sie denn ein bisschen was die Negliges meisten auch. Kollegen, die man trifft, trifft man ja auch nur im Anzug. Insofern wahrscheinlich sind die darunter alle ganz wild tätowiert und haben tolle Bodysuits und sonst irgendwas. Ja, es kam im Grunde genommen daher, dass ich eben dadurch, dass ich mich selbst halt tätowieren ließ, Tätowierer kennenlernte und die dann natürlich auch, Mensch, du bist Anwalt, ist ja verrückt, falls ich mal einen brauche, weiß ich ja, an wen ich mich zu wenden habe, wenn es irgendwie darum ging. Geschäftsbedingungen, Einwilligungserklärungen oder sonst irgendwas zu fertigen. Und so hat sich das mehr und mehr in diesen Bereich reinverlagert. Ich sag mal so, der Vorteil ist natürlich, wenn man als Anwalt tatsächlich ein bisschen Idee davon hat, was beim Tätowieren passiert und ein bisschen Hintergrundinformationen, ist das natürlich einfach ganz blöd ein strategischer Vorteil. Ne? Wenn man irgendwelche Haftpflichtverfahren hat, die Kollegen wissen halt nicht, was da beim Tätowieren passiert und was nicht passiert, beten einfach das nach, was ihre Mandanten oder Klienten ihnen erzählen und das ist halt auch nicht immer sinnvoll. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht, das heißt, von Hause aus komme ich aus der Strafverteidigung. Das ist auch dann vornehmlich mein Bereich gewesen. Das ist auch immer noch nicht unerheblicher Teil meiner Tätigkeit. Neben dem ganzen Tattoo-Kram sind es eben Strafsachen. Dann Leute meinten, ah, Strafrecht, Moment, das hat doch irgendwas auch mit Tätowierung zu tun, Einwilligungserklärung, Körperverletzung und so bietet sich ja an, wenn der irgendwie Strafrechtler ist. Und ja, so kam dann so der erste Kontakt. Ja, gibt es sowas wie Tattoo-Recht? Gibt es ja in dem Sinne Nee. nicht. Aber du musstest doch schon dich noch ein bisschen wahrscheinlich tiefer damit befassen, dich ein bisschen einlesen, vielleicht in sowas wie Farben zusammenschreiben. Ja, Und da ist ja immer wieder dieses krebserregend oder nicht. Und das kommt aber dann automatisch irgendwie über die ja. Beschäftigung. Der eigentliche Tätowiervorgang, der vertragliche Hintergrund, ist im Wesentlichen ein ganz, in Anführungszeichen, einfacher Werkvertrag. Man kann wahnsinnig viele Dinge dann eben aus anderen Bereichen einfach für sich parallelisieren. Also Ja, ne, Arzthaftungsrecht in Teilen, übertragen. ne, und solche Sachen. Das ist im Grunde genommen reine Transferleistung. Insofern ist das gar nicht so wahnsinnig aufregend, jetzt zu behaupten, dass man da irgendwie das Rad neu erfinden müsste. Das ist einfach nicht so. Ja. Ne, was ich eben tatsächlich im Laufe der Zeit mir angucken musste, genau, ne, Tätowiermittelverordnung, die ganzen Genau. Sachen. Ne, aber mein Gott, das kommt dann eben, wenn die ersten Anfragen kommen. So, hör mal, ich habe da ein Problem. Angeblich sind meine Farben nicht richtig gekennzeichnet. Was mache ich jetzt? Und dann fängt man halt an zu lesen. Das hat mich letztens wirklich ein Siehst du, ich Kollege hab's geahnt. angerufen. Und zwar wirklich aus so einer Düsseldorfer Nobelkanzlei. So, ja, er hat ein kleines Problem irgendwie. Ob ich ihm irgendwie jemanden nennen könnte, der zumindest mal ein Gutachten irgendwie erstellen könnte. Seine Tochter hat ein kleines Problem und so. Völlig putzig. Das passiert Geil. sowieso ziemlich häufig, dass Anwälte dann anrufen, die solche Verfahren haben und dann sagen, pass mal auf, ich komme nicht weiter, magst das weitermachen? Ist die Reaktion auf dieses Tätowiertsein, ich meine, A, sieht man es im beruflichen Kontext natürlich auch selten und selbst wenn, eigentlich fast durch die Bank interessiert positiv. Also ne, klar, auch wenn man eben zum Beispiel so Haftpflichtfälle hat und dann bei Gericht ist, ne, dann kommt da schon mal, dass dann so ein Richter fragt und Richterin, ja, sind Sie denn auch selbst tätowiert? Sie scheinen ja da irgendwie schon mehr zu machen und so. Und dann ne, krempel meine Arme hoch, ach ja, das ist ja toll, ja, nee, wunderbar, spannend, ja. Ich kenne ja auch jemanden, der tätowiert ist, so Das ist so ungefähr und so, sehr geil. putzig. Also ganz ehrlich gesagt, es klingt blöd, aber die meisten Fälle, die man da im Tattoo-Bereich hat, sind eigentlich relativ unspektakulär, weil es im Grunde genommen bei den gerichtlichen Fällen immer um zwei Problemfelder geht. Das eine ist, ich sag mal, so ein bisschen hinterher ästhetisches Missfallen, ne? Nach dem Motto, okay, das sieht anders aus, Was als ich hast du das mir wollte. angetan? Ne? Was hast du mir angetan? Mensch, das ist nicht schön geworden. Mensch, da sind irgendwie Blowouts in der Tätowierung, Sauerei, das wollte ich aber so nicht. Und die andere Sache sind immer irgendwelche Sachen, die immer der Wundheilung hinterher schief gehen, ne? Wo sich dann Sachen entzünden, Farbe rausgeht, ähnliches und die Leute natürlich immer einen Schuldigen suchen außer sich selbst und dann, Auch wenn sie es falsch gepflegt haben. ne? Klar, im Zweifelsfalle einfach mal kurz mit dem Hund im Bett gekuschelt, mit einer offenen Tätowierung, ist halt auch keine so gute Idee. Sonst nicht, meine, klar, manchmal kriegt man, muss man auch ehrlich sagen, natürlich Tätowierungen zu sehen, die man nicht so gerne gesehen hätte, wo man sagen muss, okay, mal ganz Das ehrlich, ist so schief. damit wäre ich jetzt auch nicht glücklich gesagt, was wirklich ganz oft auffällt, ist, dass Kunden im Ergebnis für eigene Fehlentscheidungen oder eigene Fehlverhaltensweisen dann einfach Schuldige suchen und dann am besten gut rechtsschutzversichert erstmal den Tätowierer in Anspruch nehmen. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Ne? Es ist vor allen Dingen, muss man sagen, eigentlich strukturell für den Kunden ein Problem, denn im Zivilprozess ist es ja so, dass derjenige, der für sich günstige Tatsachen behauptet, die auch beweisen muss. Ne, das heißt, wenn ich als Kunde behaupte, pass mal auf, da hat jemand unhygienisch gearbeitet, dann müsst ihr es auch beweisen können. Und das wird halt im Regelfalle wahnsinnig kompliziert. Ne? Das ist für die halt dann doch recht schwer. Die Risiken für die Tätowierer hängen eigentlich eher da, wo zum Beispiel keine ordnungsgemäße Risikoaufklärung stattfindet. Ne? Also das ist
im Grunde genommen eine Erkenntnis, die sich aus dem Arzthaftungsrecht so ein bisschen rübergerettet hat, dass die Gerichte sagen, naja, ich muss aber zumindest im Groben, vielleicht nicht in jedem medizinischen Detail, weil das kann ich als Tätowierer auch nicht, aber den Kunden zumindest darüber aufklären, was für Risiken er eingeht, ne? Was alles passieren kann, was schiefgehen kann, was im Rahmen der Abheilung alles passieren kann, wenn man nicht aufpasst, tue ich das nicht. Dann hafte ich möglicherweise sogar für die entsprechenden Konsequenzen, selbst wenn ich ansonsten an dem eigentlichen Problem gar kein Verschulden habe, einfach weil eben die Aufklärung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist.